Grüß euch, finanzielle Lifestyler. Ich bin's, der Chris, und in der heutigen Folge geht's um ETFs, um Exchange-Traded Fonds und wie ich mit diesem Tool gerade als Investmentanfänger und Anfänger im Bereich Finanzen gut einsteigen kann mit einer ordentlichen Rendite. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mal wie immer ein Abo da, schreibt Kommentare, interagiert mit mir. Ich freue mich über jede Nachricht. Ich finde es wirklich cool, dass die Community wächst und ich wünsche euch nur das Beste. Fangen wir mal an. Warum sollte man ein ETF nehmen? Ganz klar, ETF ist ein Anfängertool. Es gibt wahnsinnig viele Aktien am Markt. Diese Aktien werden oft zu Indizes zusammengefasst, die einen Markt oder eine Region oder eine Branche abbilden sollen. Jetzt ist es somit leichter, wenn man diese 100.000 Aktien in Einzel analysieren muss und alles in Einzelaktien kauft, sondern wenn man sozusagen einen Korb aus Aktien kauft. Das ist ein ETF. Und ein ETF, dieser Aktienkorb, hat dann das Ziel, sich an diesen Indizes zu orientieren. Das heißt, es ist ganz wichtig, es gibt aktive gemanagte Fonds, das sind Anlagenfonds. Da habt ihr viel mehr Kosten, weil wirklich Manager dahinter stehen, Organisationen dahinter stehen, die das managen, und das erzeugt natürlich Kosten. Der ETF ist ein passives Anlegetool. Das heißt, der reagiert auf den Markt und auf den Index und versucht ihn nachzubilden. Indem er auch beispielsweise, jetzt gehen wir mal auf den Index ein, auf den MSCI World, den ich euch heute zeigen möchte, der bildet das auch nach. Der MSCI World besteht aus 1600 Aktien, 23 Nationen und bildet 85% der Marktkapitalisierung ab. Das heißt, er orientiert sich global und nicht an gewissen Regionen, ist dadurch ein sehr stark diversifiziertes Ökosystem und hat dadurch ein relativ geringes Ausfallrisiko. Kriterien, um einen ETF auszuwählen, gibt es viele. Ich habe die jetzt mal wirklich für Anfänger zusammengefasst. Es gibt das Thema Volumen. Der ETF sollte mindestens ein Volumen von 100 Millionen haben. Sonst habt ihr ja zu kleines Produkt, das nicht die Skalierungsmöglichkeiten hat und dadurch benachteiligt ist. Dann das Datum, wann dieser ETF aufgelegt wurde. Wenn es den erst seit 2-3 Jahren gibt, selbst wenn er einem Megatrend entspricht, aber es gibt ihn erst seit ein paar Jahren, dann würde ich dann nicht einsteigen, weil dann sind da einfach die ganzen Erfahrungswerte noch zu gering und der Chart ist schwierig zu analysieren. Weitere wichtige Kriterien sind die TER, die Gesamtkostenquote, die Replikationsmethode und die Tracking-Differenz. Für mich ganz, ganz wichtig ist auch die Ertragsaufwendung, sprich ist er thesaurierend oder zahlt er aus? Was für Regionen und was für Bereiche deckt dieser ETF ab? Und welcher Anbieter steht zur Verfügung? Habe ich diesen Broker gerade oder muss ich einen neuen Broker dafür machen? Und aus steuerlichen Gründen würde ich mir immer überlegen, wo ist das Domizil dieses Fonds. Es gibt mehrere Methoden und mehrere Kriterien auch, wie man ETFs vergleichen kann. Man kann sie vergleichen, was für Regionen decken sie ab, was für ein Anlagevolumen haben sie und ganz wichtig, was für einen Index versuchen sie abzubilden. Bei der Replikation, das ist ein ganz wichtiges Thema beim ETF, geht es darum, wie wird dieser Index kopiert bzw. wie wird er abgebildet. Man kann so machen, dass man ihn vollständig repliziert oder physisch repliziert, heißt es. Sprich, der MSCI World beispielsweise besteht aus 1600 Aktien und dann würde dieser ETF-Fonds aus diesen 1600 Aktien bestehen. Wenn ich jetzt aber Sampling betreibe, Sampling bedeutet, dass ich beispielsweise aus diesen 1600 Aktien und 1500 Aktien nehme und die 100 kleinsten weglasse, weil diese Einzelaktien ja, wie erwähnt, immer eigene Kosten haben. Das heißt, ich versuche hier ein bisschen kostengünstiger auszusteigen. Das ist der Vorteil. Der Nachteil an der Sache kann natürlich sein, wenn jetzt aus diesen 100 Aktien eine Aktie dabei ist, die Potenzial hat und nach oben geht, dann können Sie diese Gewinnspanne nicht mitnützen. Das heißt, es kann auch am Ende vom Tag nach hinten losgehen. Eine weitere Methode, um den Index nachzubilden, sind Swap-Geschäfte. Swap-Geschäfte sind Tauschgeschäfte, Aktien-Tauschgeschäfte mit einem Partner. Da habt ihr aber immer das Kontrahentenrisiko. Das bedeutet, dass euer Partner aus wirtschaftlichen Gründen, rechtlichen Gründen ausfallen kann. Wenn der ausfällt, habt ihr einen Verlust, somit höhere Kosten. Was ist nun die TER? Das ist die Gesamtkostenquote, Total Expense Ratio. Das ist eine von den wichtigsten Zahlen, auf die ihr wirklich bei Analysen achten solltet. Das ist die Gesamtkostenquote. Das heißt, ihr seht, was kostet mich das Ding im Jahr. Wenn da 3% steht oder so, bumm, weg damit. Ja, also so 0,15 ist optimal, 0,20, 0,25, aber mehr soll es wirklich nicht sein. Die Gesamtkostenquote zeigt, wie viele Gesamtkosten übers Jahr anfallen
Und da müsst ihr eins überlegen, der ETF ist ein langfristiges Tool. Das heißt, wenn ihr hier teilweise ein Zehntel Prozent habt, auf 50 Jahre gesehen, kann das enorme Kosten verursachen. Tony Robbins nennt das den 2-Millimeter-Shift. Ihr schießt diesen finanziellen Pfeil ab, den ihr plant, und ihr setzt den Schuss aber 2 Millimeter falsch. Auf eine Strecke von 50 Jahren können das mehrere 10.000 Euro sein. Darauf möchte ich euch hinweisen. Deswegen ist diese Zahl super, super wichtig. Achtet bitte drauf. Gut, bei der Ertragsverwendung gibt es zu sagen, es gibt thesaurierend und ausschüttend. Bei ausschüttend müsst ihr auch bitte darauf achten. Das seht ihr aber anhand der TER, ob da weitere Gebühren dabei entstehen. Und wenn ihr das Kapital dann nicht weiter investiert, seid ihr verleitet, es auszugeben. Und das ist ja auch negativ. Die Tracking Ratio ist sicherlich auch eine wichtige Zahl. Die zeigt nämlich an, wie erfolgreich hat es dieser Fonds geschafft, den in unserem Fall MSCI World nachzubilden. Je kleiner diese Zahl, desto besser, weil es ist die Differenzzahl. Wenn ihr die Differenz von 5 habt, dann hat er sich 5% nicht annähern können an den MSCI World und das kann sehr nachteilig sein. Meine Favoriten sind der MSCI World Socially Responsibility, weil das dem Thema CSR, Corporate Social Responsibility, sehr entgegenkommt. Und das sind Themen, mit denen die Gesellschaft wachsen wird und die sich immer mehr einbürgern werden. Der Amundi Stocks Global Artificial Intelligence, weil das Thema KI oder AI, Artificial Intelligence, einer der Megatrends ist und in jeden der anderen Megatrends, Digitalisierung, 5G etc. reinspielt. Und iShares Core MSCI World, weil es ebenso 3 der 5 Megatrends abdeckt. Was spricht dafür, einen ETF zu machen? Es ist ganz klar, für einen ETF braucht ihr viel weniger Wissensbasis wie für Einzelaktien. Sie sind weniger volatil, da sie ein diversifiziertes Ökosystem sind und nicht nur auf einzelnen Trends aufbauen. Sie sind auch nicht abhängig von einzelnen Unternehmen, sondern von der globalen Entwicklung des Index, in unserem Fall vom MSCI World. Sie sind eine Form der passiven Anlagestrategie, das heißt, sie bilden nach und versuchen nicht, einen anderen Index zu schlagen, weil das wäre mit mehr Kosten verbunden. Das Thema Kosten trifft sich auch, das ist schnell erklärt. Ihr habt 10 Einzelaktien und habt 10-mal einzelne Transaktionsgebühren, Überweisungsgebühren etc. Und dadurch, dass diese Aktien in einem Anlagekorb zusammengefasst sind, sind die Kosten durch den Skalierungseffekt geringer. Ihr habt eine höhere Liquidität, weil ihr diese ETFs an der Börse gehandelt jederzeit wieder auszahlen lassen könnt. Und es gehört zum Sondervermögen. Das heißt, sollte ein Unternehmen pleite gehen, dann ist das ETF-Vermögen davon nicht betroffen. Warum solltet ihr nun als Anfänger ETFs nehmen? Dafür gibt es viele Gründe. Meiner Meinung nach ist immer das einfache Investment, was ich verstehe, das beste Investment. ETFs sind leicht zu verstehen. Sie sind ein gängiges Tool. Sie machen immerhin 3 Billionen Marktkapitalisierung aus. Sie haben den Vorteil, dass du dich damit nicht so beschäftigen musst wie mit Einzelaktien, sind diversifiziert und somit viel geringer in der Volatilität. Das heißt, habt keine Angst. Nutzt wirklich dieses Wissen, um eure ersten ETFs zu machen. Das ist eine Investition in eure Zukunft und ihr wisst ja, Wissen ist Macht, also macht's was und am besten ein Investment. Auf meinem Kanal sind noch ganz viele andere Tipps für euch, sei es Kryptowährungen, sei es B2B-Kredite, was für Digital Assets gibt's überhaupt, was sind so die Trends der Zukunft, was sind Nischenprodukte, die vielleicht nicht jeder empfiehlt. Schaut's bitte vorbei, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ich bin da super motiviert weiterzumachen, ich möchte, dass die Community wächst, ich genieße es richtig mit euch zu arbeiten oder es macht ja Spaß, also ist es keine Arbeit. Dahingehend wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf das nächste Video mit euch.